Die, von so Straße die Fahrradcops kennst du bestimmt auch, oder? Warte, wild. Ja. Du warst da, schade, dass so wenig Talente da waren. Schade. Ja, beim nächsten Mal. Wenn das jetzt auf YouTube kommt, das Video, dann ne, das ist ja. Observationen ja. Vor dem Kölner Dom. Komm, gib mal ein bisschen Gas. Ja, ich komme. Zwei Autisten in Eile. Die gibt's in Köln wirklich, ich hab die schon mal gesehen. Ich hab überlegt einfach, dass ich irgendwie Scheiße baue im Auto, damit ich von den Dings kontrolliert werde, damit ich mit denen Selfie machen kann. Aber ich hab mich nicht getraut. Im Visier von Ralf Kackheim, ein Mann auf einer Mauer. Er hat nichts Verbotenes getan. Gar nichts. Doch erstmal wird der 32-Jährige abgeführt. Er ist ein Schwarzafrikaner. Das ist immer so cool. Jetzt bei Eagle TV. Wie die Fahrradcops einen Esel für 8.000 Euro kaufen. Kennst du den Bulle, der alle mit Dropkick umsemmelt? Ja, Digga, Ehrenmann. Die beiden Fahrradcops nehmen ihren Job ernst und verursachen immer wieder Unfälle. Über 1.400 Personen wurden ich denke gerade, das wäre echt im vergangenen Jahr verletzt. Weiter Fahrer! Heute steuern sie verdächtige Grünflächen und gefährliche Orte an. Doch erstmal zieht es sie ins Disneyland. Okay. Auf geht's. Ralf Kackheim war früher bei der Stasi. Dort beschoss der Oberkommissar Fußgänger und Radfahrer mit den Wasserwerfer. Okay, ist ja auch eine Karriere, ne? Seinen Streifendienst verbringt inzwischen auch Markus Spastens an der frischen Luft. Vorher arbeitete der Oberscheißer an der Kasse bei den K. Ralle, guck mal rechts. Nur her, das steht Scheiße. Die klingeln auch die ganze Zeit richtig nervig. Mann, jetzt hört mal auf mit dem Mist. Ja. Vor der Kölner Philharmonie fällt Kommissar Spastens ein Mann am Wegesrand auf. Schönen guten Tag, Polizei. Einmal anhalten. Schon rassistisch. Also es ist auf jeden Fall, es untersteht auch so einem gewissen Racial Profiling, diese ganze Doku tatsächlich, dass die zwei sich da wohl vermehrt Migranten und Leute mit Menschen mit Migrationshintergrund gegriffen haben. Man muss aber an der Stelle auch ganz kurz erklären, in Köln ist dieser Ort, wo die jetzt sind, tatsächlich größtenteils ähnlich wie der Berliner Görlitzer Park von Menschen mit Migrationshintergrund geflutet, da werden halt viele Drogen umgesetzt, aber das heißt ja nicht schlagartig, dass das halt alle machen, ne? Das ist ja nochmal zu erwähnen. Ja. Aber ich finde es halt, also die beiden haben da definitiv leider Gottes ein Stück weit das Klischee der Polizei in Köln bedient, die sich da leider Gottes oftmals dieses Stigmas hat bedient gemacht. Ich verstehe nicht, warum man so einen Job auch dann annimmt, weil die machen den ja, weil sie sich auch irgendwie geil finden, ist genauso wie Strafzettel verteilen. Wenn man so einen Job ausführt, so auf diesem Fahrrad auch und immer klingelt oder Strafzettel verteilt oder parkende Autos anschreibt, weiß man doch, dass einen jeder scheiße findet. Ja, safe. Können die nicht mitleben. Können die nicht mitleben. Da muss ich jetzt ausziehen, ne? Bitte mal alles ausziehen. So, und jetzt fahren wir weiter. Dann auf geht's, komm Markus. Er hat sich ausgezogen. Dieses Lachen die ganze Zeit. So muss. Ebertplatz. Gucken, was da so oben abhängt. Ralle, hier riecht es da Gras irgendwo. Ja, hier sind auch viele Junkies sitzen hier. Das ist eine bekannte Stelle hier oben, da wird immer Mais verkauft, also Marihuana und alle möglichen Sachen. Oh, die nerven nicht, Alter. Schon wieder. Die suchen auch nach Ecstasy-Tabletten, die halt kaufen wollen. Und dann das sind zwei Stabildeutsche, ne? Der Eberplatz, kleiner Funfact, ist mittlerweile umgebaut. Da steht eine Würstchenbude, es hängen nur noch Hipster. Weil es da vegane Würstchen gibt und keine Penner mehr. Die sind jetzt woanders, die Obdachlosen. Ja, Depot eingerichtet und dann wird dann das Mais verkauft. Ne? Hier unten, hier riecht es nach Gras. Hier, Markus, ich bin gerade da. Hier oben, den hier vorne kontrollieren, dann mal mit dem Fahrrad. Das zum Beispiel ist jetzt wieder eine Sache, da hätte ich kotzen können. Das passiert wirklich auch in dieser Doku, so ganz schlimme Geschichte. Guten Tag. Sprechen Sie Deutsch? Hallo. Französisch, kann ich nicht. Ja. Das ist ein Verstoß jetzt hier. Sind 100 Euro plus Gebühren. Für was? Und ein Punkt in Flensburg. für was? Der sitzt da nur. Das Ding ist, also das ist nicht sein Fahrrad gewesen wohl, oder es wurde ihm unterstellt, dass es nicht sein Biker ist, und die haben das später halt eingezogen, weil er es sich halt scheinbar laut Aussehen nicht hätte leisten können und so weiter und so fort. Ja, also ganz schwierig, ne? Aber die 500 Euro waren real gerade. Nee, das ist geschnitten, Sicher? Weil das gehört ja offensichtlich keinen. Zumindest ist es jetzt in guten Händen. So, weiter geht's. Fahrrad weg.
Und wir fahren los. Und 8000 Fahrräder werden jährlich gestohlen von dem Kotnerschlag Ralf Kackheim. Komm, irgendwas riecht hier. Gras hier, immer wieder, so eine Wolke, irgendwer liegt hier irgendwas. Da haben wir schon wieder ein. Der parkt auf dem Fahrradweg hier. Das ist nicht gut. Natürlich müsst ihr jetzt hinter mir Polizisten sein. Ich hab gerade einen Radweg. Stehen Sie schon lange hier? Jetzt euer Ernst? Ich spreche die an, dass Sie auf dem Radweg stehen. Geil. Ach so. Gucken Sie mal da vorne. Mein großer Traum, wenn ich irgendwann mal Millionär oder sowas bin, dann kaufe ich mir ein Freibad und werde dieses Freibad füllen mit drei Grippscheiben. Gut. Dann fahren Sie bitte jetzt weiter. So gut geschnitten. Ich fahre jetzt einfach 220. Die kriegen mich nie wieder, die Säue. Das Hauptproblem ist, dann steht hier einer, dann steht der Paketdienst, dann steht der Metzgermeister da, dann kommt der Tanzverbot, die mal eben nur was machen wollen. So, jetzt fahren wir weiter. Leute, ich rieche hier Gras. Der riecht überall Gras. Also in Köln riecht es überall aber Gras. Ist echt so, oder? Ist echt sein Hauptproblem. Auch ja, ja. Wieder was, ja. Irgendeiner Markus, hat Gras dabei Markus. Oder hier liegt irgendwas? Da kommt schon die Dame, ne? Aber die musst du anhalten. Ey. Aber das kann jetzt doch nicht... Entschuldigung. Hallo. Die Frau bemerkt ihre Verfolger nicht. Hallo. Ralf Kackheim schießt auf sie. Ja. Einen wunderschönen guten Abend. Mein Name ist Kackheim. Können Sie sich vorstellen, warum ich Sie anspreche gerade? Nein. Kann ich Ihnen auch nicht sagen. Ja? Mann, das ist halt nun mal so. Aber ich würde anregen, dass man Ihnen den Führerschein entzieht. Ja? Okay? Schönen Tag noch. Tschüss. Perfekt. Hier unten, hier riecht's nach Gras. Ich habe lange nicht gewusst, mit diesen Rollern und so auch, ne, die E-Roller. Ja. Wenn man da besäufen erwischt wird, Führerschein weg. Was ja, geht Führerschein da? Weg, Folterstrafe und Kastration. Ich bin gerade da. Vor dem römisch-spanischen Museum und der Philharmonie floriert bei Dunkelheit ein schwunghafter Handel mit Kokain, Heroin und vor allem Hefe. Das Hefe. Kann Spastens schon riechen. Hier irgendwie, hier ist irgendwas, ey. Es ist nämlich mit den Taschen hinten dran. Ja, ja. Es sieht aus wie diese Kinderserie früher mit dem Tom, das Fahrrad. Kennst du das? Ja, so ganz, dieses rot-gelb so ganz ernst Fahrrad. Kann man die nicht, ne? Ja. Was machen Sie hier? So, aber ja. Mal hier an die Mauer stellen, da bitte mal. Hier vorne hin. Mal alle da hinkommen, bitte. Hier hin? Hier hin. Please. So. Hier hin, please. Komm mal an. So. Du. Und raus bist du. So, jetzt ist er im Moment erstmal beschuldigt da, ne? Strafverfahren und einfach so ausgezählt. Wir fahren jetzt erstmal zur Wache und nehmen erstmal mit. Ja, so sieht die Rechtslage halt aus, ne? diese Schnitte, der wird jetzt einfach mitgenommen, der wurde ausgezählt. Oft fahren die beiden Fußfeb-Diebschisten in Köln über die Domplatte, um Flüchtlinge zu vertreiben. Was hat er denn hier? So, der ist ja ganz dunkel. Halt mal an! Hi. Ich glaube, hier ist Alkohol im Spiel, du. Wir brauchen bitte ein Einsatzmittel mit einem Testgerät. Kommissar Spastens zeigt derweil den Intimbereich. Ah, sieht er schon. Kollege von der Streife. Im Gepäck das Testgerät. Na komm, so, wir machen mal einen Test. So. Und ab. Husten. Weiter. Jawohl, siehst du, geht doch. Ich dachte, er sagt Ergebnis? Ja, Sie sind behindert. Anzeige ist raus. Ich würde gerne ihn mit meinem Schloss hier anschließen. Das wäre mein Vorschlag. Okay. Aber mein Fahrradschloss kriegt er nicht. Meins aber. Komm her. Das gute Polizeischloss für so einen Flüchtling. Alter. Mit dem Panzer war der Mann nach eigenen Angaben übers Mittelmeer geflüchtet. Ja, die Maßnahme ist beendet für uns und da muss alleine jetzt durch, ne? Okay, tschüss. Und so endet die Polizeikontrolle. Ich mag die nicht. Mag ich nicht.